Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Phasmophobia. Und da ihr das Spiel ja jetzt schon kennt, sage ich gar nichts weiter, sondern wünsche euch einfach nur ganz viel Spaß. Gar nichts reingetan. Ja, ich habe auch überhaupt nichts reingetan. Ja, boah, da bin ich die Einzige, die hier Zeug reingemacht hat. Ernsthaft? Ja. Wenn ich jetzt sterbe. Ist Anfänger. Wie halt Tina bei mir jetzt gerade? Ich glaube, der Kater hat uns auf Lautsprecher. Achso, nein, ich habe einfach nur mein Headset ganz laut. Einen Moment. Ich hatte mein Headset auf etwas lauter, damit ich alles höre. Ah, okay. William Martinez. Person alleine. Was ist das? Anfänger? Profi? Moment. Anfänger. Anfänger. Was macht ihr euch dann Sorgen, dass ihr Items verliert? Ja, das ist, aus Prinzip ist das so. William Martinez. Gib uns ein Zeichen. Bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wo bist du? Ich habe hier den Knochen gefunden. Geisterbox wird bei mir nicht erkannt. Bei mir ist die Geisterbox verbuggt. Kann ich den EMF zufällig? Ah, hat jemand geklingt. Haben wir gar kein Thermometer jetzt? Nein. Hier ist EMF2. Wo? Oben am Keller. Nee, nicht hier in der. Hier, Flurecke. Hörst du mich? Kannst du mich wahrnehmen? Vielleicht ist er auch in der Garage und das hat hier rüber gestrahlt. Hier. William Martinez. Öffne eine Tür. Da. Reagiert ihr nur auf alleine oder auf mich darin? Nur alleine. Und hier ist ein Ucha-Brett. Okay. Ah, perfekt. Das hilft uns. Warte. Wo bist du? Wo bist du? Ach, wo Mann, bist du? Hey. Das Licht muss aus sein. Ich bin das nicht. Moment. Sehr. Wo bist du? EMF2. Ich glaube, der ist im Living Room. Ja, Living Room. EMF4. Danach. Ach, guck mal, mein Geisterbuch ist beschrieben. Dai steht da drin. Wow. Aber er kann ja noch nicht handeln. Ich habe gerade keinen Fotoapparat mit. Wie alt bist du? Stehst bei mir drauf, ich sehe es nicht. 70. Wie ist dein Name? Also auf mich reagiert er nicht. Ich hol mal einen Fotoapparat für Knochen und Buch und so. Wie viele hast du getötet? Wie viele hast du getötet? Hä? Was hast du gemacht? Ach so, ich habe noch ein Buch. Ja. Wo bist du? Willst du EMF nehmen, Susi? Ja. Also EMF haben wir auf jeden Fall schon 4. Wegen das Buch müsst ihr schauen. Da hinten liegt das jetzt neben dem Ouija-Board. Ja, wir müssen da ein Fotoapparat holen. Ich habe keinen mit. Ja, geh mal alleine vor, da reagiert er nur alleine. Schwarz. Ich denke, das ist Anfänger. Ouija-Board war schuld. Wegen der Sanity. Ich geh mal Pillen essen.
Ich glaube, ich bin auf 0 wahrscheinlich oder so. Schau mal nebenbei nach Fingerabdrücken, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich dachte gerade, will der mich verarschen? Das waren noch keine 5 Minuten. Wegen das Ouija-Board. Da haben wir mega viel Zeit verloren. Oh ja. Ich habe nur einmal Pillen mit, die nehme ich jetzt. Ich habe einen Bug. Wir haben Geister-Orbs. Es kann Juri sein, wenn wir Gefriertemperaturen haben. Will jemand den Bewegungssensor reinpacken? Juri oder Shade, wir brauchen entweder ein EMF auf 5 oder Gefriertemperaturen. Gib mir das am besten. Also EMF war 4. Na, ich will mit... Achso, Box brauchen wir also gar nicht mehr. Brauchen wir nicht. Wir brauchen EMF und... Hätte eins im Angebot, der möchte? Gefriertemperatur. Na, meinst du? Können wir aber sehen. Also ich gehe jetzt das Buch fotografieren und wo war der Knochen? Schon wieder vergessen. Warte, ich bring dich zum Knochen. Okay. Müssen wir irgendwas räuchern, ne? Nee, wir haben Bewegungssensor, wenn du den mitnehmen willst. Ist noch eine Aufgabe. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den. Okay. Der hat jetzt Papier? Was? Der war hier links, gell, der Knochen. Nee. War denn der Knochen? Weiß ich nicht. War der vorne gleich. Die Aufgabe mit dem Sensor haben wir schon. Was ist denn der jetzt? Er spielt hier an den Klinken rum. Aber ich muss eigentlich noch das Bild, das Buch fotografieren, oder? Kommt wer mit? Warte, das Buch. Machen Sie ein Foto vom Geist. Nee, das kannst du dann machen, aber wir müssen noch das Buch fotografieren. Ich kann den eh nicht wohl. Ich kann ihn nicht provozieren und ich bräuchte eine normale Taschenlampe dann, wenn ich den provoziere, weil sonst, ich muss ihn ja auch sehen, ich kann ja schlecht ein Foto machen. Na, ich kann dir dann die starke Taschenlampe geben, wenn, also, oder du gehst jetzt komplett alleine rein, dann kriegst du meinen Fotoapparat und meine Taschenlampe. Aber wie gesagt, der hat bei mir die Geisterbox nicht erkannt und der hat das Ouija-Board nicht erkannt mit dem Fragen bei mir. Ich hab da so einen Bug, glaub ich. Du kannst ja trotzdem versuchen. Ich schmeiß dir die Kamera hier hin. Kamera und meine starke Taschenlampe. Da. There you go. Bist unser Held! Bist unser Held! Ich fotografiere das Buch. Geh doch mal schnell mal hingucken. Er ist auf jeden Fall gerade da. Er rennt immer durch den Bewegungssensor. Kameras, damit wir ihn beobachten können. Was? Du bräuchst mehr Kameras, dass wir ihn beobachten können. Er hat eine Handkamera. Ja, wir haben ja nichts mitgenommen. Er hat meine Kopfkamera. Die ich reingepackt habe. Da, das sieht ja geil. Siehst du? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Foto ist erledigt. Hat EMF aufgeschlagen? Nur 4. Wieder? Oder wie die Gefriertemperatur gerade noch war? Nee, das glaube ich nicht. Aber er hat doch auch gesagt Living Room. Er hat doch gesagt Living Room. Warum ist der in der Garage? Keine Ahnung. Kann der wandern, weil wir dort das Ouija-Brett hatten? Ja, eigentlich nicht. Ich kann halt fragen, wo er ist, aber er wird mir nicht antworten, weil er hört mich nicht.
irgendeinen Grund. Schreib in das Buch. Wir haben auch keine Sanity-Pillen mehr. Aktivität ist hoch auf 7. Jetzt ist er im Wohnzimmer. Ich kann halt, das Problem ist, ich kann keine Fragen stellen. Weil er wird mich nicht hören. Was willst du ihn denn fragen? Dann musst du es vor an die Tür bringen, dann frage ich. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hast du Angst? Das also, ganze andere Zeug. Was wo er halt ist triggert. Und wie alt er ist, haben EMF wir ja erzeugen. Schon. Ich will ein EMF erzeugen. Ich hatte, wo ich das Brett befragt hatte, hatte ich ja auch EMF 4 die ganze Zeit. Aber halt nicht 5. Ja, es ist wie gesagt will ich eigentlich nur ein EMF 5 triggern. Und das ist mit Provozieren. Deswegen, wenn wir gemeinsam reingehen, alle Türen erstmal öffnen, passiert da nichts. Wissen das Thermometer? Wir hatten, glaube ich, keins. Mitgenommen. Wir hatten keins mitgenommen. Ich möchte nochmal betonen, ihr habt gar nichts mitgenommen, ja? Ich habe den Bewegungssensor mitgenommen. Sonst hätten wir das hier gar nicht machen können, die Aufgabe. Feiert das von Party hier. Dann. Naja, wollen wir da jetzt alle nochmal rein, aber ich habe jetzt keine Taschenlampe mehr. In das Fingerabdruckding. Aber da kann ich kein Foto machen. Wenn du Taschenlampe hast, dann. Wenn du das. Aber wir haben doch schon Fotos eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Fotos brauchen. Obwohl, ihr müsst ja eigentlich nur sprechen. Deswegen nimm du bitte die, weil ich brauche das, weil ich kann ja nicht Schwarzlicht und das haben. Ich brauche eine Taschenlampe nur. Weil damit ich den EMF auch halten kann. Weil einer von euch muss fragen. Soll ich die starke nehmen oder wie? Kann du die schwache nehmen? Mir ist es egal. Nur halt die mit Instrumenten sind, sollten machen. Naja, dann frage ich halt das Brett nochmal. Ich hab's ja schon erst gehabt. Gut. Das Brett nicht. Einfach nur im Geisterraum müssen wir provozieren und EMF5 erzeugen. Ah, okay. Und wo ist nun der Geisterraum? Garage oder Wohnzimmer? Living Room. Laut Ouija Board Living Room. Naja, aber der war jetzt in der Garage, ja. Naja, gut. Dann, gut. Ich gehe. Wie willst du nicht mitkommen? Wir haben hier noch eine Taschenlampe. Nee, erstmal du. Wie, nee. Oh, ach, nee. Bist du nur Anfänger? Ah, ich dachte echt, der will mich verarschen. Ist doch Entertainment bieten. Ist doch nur Anfänger und dann nach 2 Minuten huntet der. Und ich dachte mir, hallo? Ja, das ist das Ouija-Board. Das hat mich mal, echt bis auf den Strom ausgemacht. Ausgesaugt. Na, guck mal, da macht's wieder an. Gute Nacht, Karin. Schlaf gut. Guck mal, hier sind die Türen alle offen, damit wir auch einen Plan B haben. Und wir haben die Sicherung überlastet. Ein Moment. Wie hieß er nochmal? Machen ja auch Chris. Er hieß William Martinez. Hier. Was? William? William Martinez. William. Sag den öfters den Namen. William Martinez. William Martinez, bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ganze Zeit nerven. Ganze Zeit den Geist nerven. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ich hab Angst. Oder Feigling. Ich hab Angst. Wo bist du? Versteck dich. Ey, hat er den Hasen hier hingesetzt? Ja, ist ein Event. Hallo, ich hab Angst, William Martinez, du Feigling. Nein, aber Karin hat, nicht Karin. Susi hat Angst. Ja, die war draußen. Angst. Ich hab Angst. Hab keine Angst. Ist da nur ein Jurei? Oder ein Shade, eins von beiden. Ich glaube ein Shade. Hi, Nightmare. Hallo, ich hab Angst, William Martinez. Martinez. Was? Wir machen das spannend. Wow.
Jetzt, komm. Los, ich hab Angst, komm, William. Ja. Schnell. Muss hier fragen. William, ich hab Angst. Hilfe. Panik. Hand, 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 Hand. Zeichen. Angst, Hilfe, Panik. Wer ist hier? Ja, hier waren Steppen, zeige ne? Dich. William, zeige dich. Zeige dich uns. Ich habe Angst, William. Ich habe Panik. Zeige dich uns. Das ist nicht eine normale Taschenlampe. Aber dafür musst du auch messen. Hand, Hand, Hand. Hilfe, Panik. William Martinez. Sonst sag mal, mach das Licht aus. Mach das Licht aus. William, mach das Licht aus. William, ich habe Angst. Nur wenn du das Licht ausmachst, hilfst du mir. Bitte, Panik, Angst. Hilfe, Hand, Hand, ja, Hand. Komm aus der scheiß Garage raus. Ist der doch in der Garage? Ich glaube auch. Ich habe hier null Ausschlag. Nein, er ist hier. Ja, weißt du die das? Schritte sind hier, er muss hier sein. William. Martinez, hast du Angst? Komm. Ich habe Angst. Hilfe, oh, Panik. Komm schon, gib uns ein Zeichen, mach mal EMF5, wir wollen hier weg. Wie gesagt, wir haben keine Gefriertemperaturen, das wäre ein Indiz dafür. Ey, ganz ehrlich, wenn wir Gefriertemperaturen gehabt hätten, dann... Ja. Tja, können wir halt nicht messen, wir haben kein Thermometer. Ja, weil wir versehentlich alles vergessen haben. William Martinez. Wir haben nichts vergessen. Wir haben... Ach, oh. Guck mal da, jetzt fängt's an. Danke. Zeige dich, komm. Ganze Zeit, zeige dich. William, ich habe Angst. Hilfe, Hilfe, Panik, Panik. Sag, zeige dich. Zeige dich. Zeige dich. Zeige dich, ist ein gutes Wort. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Ich habe Angst, William. Ich habe fürchterliche Angst. Argumentativ überzeugen. Ich habe Angst, du musst William. Argumentativ überzeugen. William, zeige dich. Ich habe Angst. Ich möchte auf. Hier raus. Mach die Tür zu. Spiele an der Tür. Mach die Tür auf. Mach die Tür zu. William, deine Mama riecht nach Hub. William, mach den Fernseher an. Gib uns ein Zeichen. Ich habe Angst. William, verpiss dich ins Totenreich. William, ich habe Panik. Gib uns ein Zeichen. Der macht nix. Ah, der ist langweilig. Hilfe! Dann machen wir es anders. Hilfe! Come on! Hey, ich habe Angst, wenn du das Licht flackerst. William. Warte. Er hat hier gerade ein Bild runtergeschmissen. Nicht schlimm. Komm. Wie alt er ist. Wie alt bist du? Was tut ihr? Wie alt bist du? Komm mal. Zwei. Was macht ihr denn? Wo bist du? Er hat das Licht ausgemacht. Wo bist du? Frag, wie viele er umgebracht hat. Wie viele Menschen hast du getötet? Drei! Boah! Hast du Angst? Das ist eine schöne Zahl. Ich glaube, der hat uns schon mit eingerechnet. Hast du, bist du Angst? Freundlich? Frag mal, ob er freundlich ist. Bist du freundlich? Bist du nett? Hallo, William. Wie geht's dir? Hast du Angst? Warte. Ich leg das mal hier oben drauf. Ja, sollte reichen. Hä? Musst du dich nicht hinknien. Hast du Wo Angst? Bist du? Zwei. Brauchst du eine Therapie? Er sagt jetzt wieder Living Room. Versteht er mich jetzt doch, oder wie? Stoff! Stopp! Stoff! Hör auf! Stopp! 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 Oh. William? Warte. Kannst du mal aufhören, das scheiß Ding zu schreiben? Aber es ist nur auf 2. Vorhin hatte ich es auf 4 in der Garage. Schlimm. Wir kriegen das schon auf 4 hochgetriggert. Was könnte man noch fragen? Er hat schon 3 Leute umgebracht. Bist du weiblich? Müssen aufpassen.
Und er ist 70 Jahre alt. Bist du freundlich? Willst du mich töten? Soll ich mal eine Frage fragen, die ich mal bei TikTok gesehen habe? Ja. Aber es ist halt Englisch, es wird nicht funktionieren. Are you horny? Okay, geht nicht. Aber bei TikTok habe ich gesehen, hat er eine 69 gemacht. Das war voll witzig. Bist du rattig? Wie ist dein Name? Hey, William. Zeige dich. Nein, geh weg. Wie viel hast du umgebracht? Getötet. Wie viel hast du getötet? Nee, bei mir reagiert das nicht. William, hast du Kinder? Die hat ihm nicht gefallen. Ich will weitermachen. Oh, er jagt! Gehabt. Ich wusste es und jetzt ist all meine Ausrüstung weg. Nein, er ist tot. Und nein, und sie hatte ihr ganzes Zeug mit. Ja, würde ich das. Wir müssen aber gemeinsam rein. Ach, kein Fotoapparat. Kein mehr. Wir haben kein Fotoapparat. Den hatte Tina, glaube ich. Gibt doch einer. Hä? Ey, der hat gerade ein Bild, das ich brauche. Ich weiß nicht, ob die das kann. Hä? Das geht ja. Wollen die fotografieren? Ist die denn? Schwarz. Oh, jetzt sehen wir den Geist. Hallo, William. Hey, du rübst mir ins Gesicht. Kommt hier hinter. Hier. Bleib am besten in den Raum. Hallo, ich bin hier hinten. Hallo. Hier. Kommt er wieder? William, hallo! William, warte mal, wo gehst du denn immer hin? Du siehst wirklich aus wie so ein 70-Jähriger. Hallo, ich habe ein Geschenk für dich. Keine Angst, Susi. Er sucht mich. Guck doch mal, ich bin hier hinten. Aber ich sehe auch nicht ihre Leiche. Ja, voll. Hast du gerade ein Foto gemacht? Ich weiß nicht, wo die liegt. Ich wollte immer hier vorne in den Raum gucken, aber da fängt er jedes Mal an zu jagen. Aber der Geist stand hier eben. Aber nicht. Hier, oder hier. Doch, hier. Dann lass mich kurz. Hab das Bild. Er stand direkt hier vorne an der Tür. Ja, ja, der kam da gerade lang gelaufen. Alter, ihr habt zu sehr provoziert. Ich wollte zweimal in den Raum gehen.
um zu gucken, ob du da liegst. Und jedes Mal fängt er an zu jagen, ey. Das, oh. Aber ich sag jetzt EMF-5 und fällt. Es muss ein EMF-5 sein, weil wir haben keine Gefriertemperaturen. Es muss ein Shade sein. Also, lass uns mal. Also wenn ich jetzt wieder falsch liege, dann weiß ich auch nicht, was mit dem Spiel los ist. Tina, hast du eingetragen? Dann schmeiß was auf uns zu. Tina, hast du was eingetragen in deinem Buch? Dann schmeiß uns irgendwas auf uns zu. Kann hier drin nichts nehmen. Schreib ins Buch. Schreib in den Chat. Geht auch. Eins in den Chat. Ich schreibe das mal in Susis Chat. Kann im Van nichts an Equipment aufheben. Ich denke, sie hat es eingetragen. So. Hast du es eingetragen? Hier von aus. Ja, so. Sorry. Susi streamt, deswegen habe ich es kurz in ihren Chat geschrieben. Ja. Thank you.